wunderschönen guten Morgen zu Tag 8. Wow, ist das ein Start in den Tag, hä? Da macht man die Tür auf vom Bulli und die Sonne kommt einem entgegen. Geil. Oh, Vanessa schläft noch. Nee, ich schlaf nicht. Ich wach auf. Ich gehe jetzt schlafen. Nein, Spaß. Wir stehen jetzt auf. Wir haben heute noch einen harten Weg vor uns. Wir erkunden jetzt Tarifa erstmal. Ja, ganz früh morgens. Jetzt schauen wir uns ein bisschen die Stadt an, laufen am Strand entlang, würde ich sagen. Und dann fahren wir los. Nee, jetzt schauen wir uns erstmal Tarifa. Genau. Jetzt tun wir erstmal gleich mal frühstücken. Zusammenpacken, frühstücken. Und dann gehen wir nach Tarifa, wie du gesagt hast. Ich hab Bock. So, nachdem wir jetzt alles aufgeräumt haben und uns vorbereitet haben für den Tag, gibt es jetzt noch lecker Frühstück. Wir waren bei Lidl einkaufen. Stehen neben Lidl. Und frühstücken. Und frühstücken jetzt in unserem bisschen. Guten Appetit. So, wir haben jetzt gefrühstückt, gemütlich. Haben wir alles soweit ready gemacht, haben den Bus noch ein bisschen ausgefegt. Mit Handfinger. Und was ich euch jetzt eigentlich sagen wollte, ist, wie machen wir das eigentlich immer mit den Städten? Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Wir sind immer in irgendwelchen Städten, aber wo ist der Bus? Ihr habt ja gesehen, wir sind manchmal im Parkhaus gewesen, haben wir meinen Blog gezeigt und von dort aus geht es dann in die Städte. Weil wir suchen ein Parkhaus, wir haben 1,99 Meter Höhe mit dem Bulli. Wir müssen meistens Parkhäuser mit 2,10 Meter suchen. Ihr habt mitgekriegt, das 2,01 Meter. Ihr habt sie einmal mitgekriegt im ersten oder zweiten Tag, Tourvlog, ja, 1,90 Meter, ich habe nicht reingepasst. Ich musste rückwärts so eine enge Einfahrt raus. Das war die Hölle. Und seit dem Zeitpunkt haben wir gelernt. Genau. Weil wir haben viel gelesen bei Park4Night, bei der App auf Parkplätzen, dass halt viele Autos aufgeknackt werden hier im Süden Europas und so. Und das wollen wir nicht riskieren, unsere Wertgegenstände und so alles, dass sie wegkommen. Aber wir haben sie meistens eh mit uns versucht. Genau, die wichtigsten Sachen wie Kreditkartenausweise, Personalausweis, Bargeld und sowas haben wir alles bei uns. Aber hier Laptops und die Kameras und alles, das ist halt, können wir nicht mitschleppen immer. Deswegen suchen wir uns Parkhäuser und fahren dann in die Städte rein und von dort aus erkunden wir die Stadt. Natürlich kommen Parkgebühren auf, aber es hält sich im Rahmen, muss ich sagen, oder? Ja. Es hält sich im Rahmen. Ja, wir haben jetzt heute Tag 8 und wir haben vielleicht insgesamt Parkgebühren bezahlt, sagen wir es mal 80 Euro oder sowas, würde ich sagen, grob. Sowas. Wir haben halt in Saint-Tropez haben wir teuer übernachtet. Ja, okay, das heißt teuer 20,50. Die ganze Nacht. Genau, ja. Stellplatz, genau. Ja, okay, und Campingplätze halt auch, ja? Ja, Campingplätze auch, ja klar. Okay. Das zählt ja extra. Ja, das zählt eigentlich extra. Ja, okay, da haben wir Strom, da ist es sicher und alles, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug im heißen Brei gelabert. Wir fahren jetzt nach Tarifa. Ich wollte euch nur sagen, wie wir das so machen. Ich bin angeschnallt, Vanessa richtet sich noch ein bisschen und dann kann es losgehen, oder? Ja. Ja, gut eincremen. Gracias. Andere Seite. Mi amor. Boah. Kannst du es eincremen bitte? Ich habe die Kamera in der Hand. Und ich mag es auch nicht, ist eklig. Was für eine Ausrede. Übrigens muss ich sagen, dass das mit Spanisch eigentlich richtig gut läuft. Und ich finde, man lernt mit der Zeit. Lernt man ein bisschen Spanisch oder man versteht einige Wörter. Ich habe heute Morgen auf Italienisch, wollte ich sagen, auf Spanisch gefragt, ob ich auf Toilette kann. Zwar nur mit Bruchstücken, aber er hat mich verstanden. Ich bin stolz auf mich. Genau. Wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden und der Typ war auf Spanisch richtig nett. Und dann hat Philipp gefragt, ob er Englisch kann. Und dann hieß es nur, we are closing in the FPM. Is this you're parking okay? On place 19. Ja, hat sich sehr unfreundlich angehört, aber ich glaube, er hat geklungen wie ein, so. wie ein Diktator 1900, so und so. Ich will den Namen nicht erwähnen, aber so hat er geklungen, tut mir leid. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt geparkt. Auf jeden Fall haben wir jetzt geparkt und erkunden jetzt Tarifa und nehmen euch dabei mit. Thank you.
hoffe, ihr könnt mich hören. Der Wind ist stark, die Wellen auch. Da hinten sieht man Afrika, also den Kontinent Afrika. Da hinten laufen wir jetzt hin. Guckt euch mal den Strand an. Der Strand ist richtig schön. Fester Sand, man kann hier richtig gut laufen. Es ist einfach schön. Genießt den Augenblick mit uns. Ich weiß nicht, ob man uns hier hört. Nee, also nicht, dass man nicht hört. Aber hier ist das Spaltung zwischen Mittelmeer. Also ich bin gerade am Mittelmeer. Und ist das schon Mittelmeer? Am Atlantik, genau. Ich bin jetzt am Atlantik, sozusagen. Also hier ist Atlantik. Oh, das ist das Mittelmeer. Das ist richtig schön. Da stehen auch die Schilder, Mittelmeer und Atlantik. Wir haben jetzt Tarifa erkundet. Sitzen im Auto und wir sitzen im Drive-In bei Burger King. Oh Gott, das wird jetzt. Oma Nessa wird jetzt auf Spanisch gleich Burger King bestellen. Oh, ich sag einfach Hamburger. Vier Hamburger und eine große Pommes. Aber drei Hamburger, ich glaube, mir reicht eine. Ich will nur ein paar Pommes. Uno, dos, tres. Ja, Tarifa mega schön. Dieser Strand und diese Spaltung zwischen Mittelmeer und Atlantischem Ozean. Ja. Wir sind da gelaufen, ein bisschen durch die City, ein Bier getrunken, wie möglich. Alhambra. Andalusisches Bier. Ja, hat echt gut geschmeckt. Ja, war echt gut. Grüße gehen raus an dich, Marc, wenn du das sehen solltest. Muss unbedingt mal probieren. Alhambra. Ja, jetzt warten wir. Wir wollen erst noch kurz einkaufen. Genau. Wir haben Wasser geholt. Es ist richtig schwierig, hier Wasser mit Kohlensäure zu finden. Und wenn, dann schmeckt es richtig komisch. Con Gasos. Con, ja. Und deswegen ist ohne. Con Gasos. So, jetzt ist gleich nochmal der Wald gekommen, Vanessa. Hallo. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich nehme euch da mal mit, wie Vanessa Burger King auf Spanisch bestellt. Oi. Hast du Angst? Das ist schon, man fühlt sich schon ein bisschen blöd oder man fühlt sich. Ich habe Angst, dass sie was fragt, dass ich nicht, wo ich nicht antworten kann, sie mich dann aber nicht versteht, weil sie kein Englisch kann zum Beispiel. Oder er. Oh ja. Das ist doch alles wie in Deutschland. Guck mal da, Drive-In-Schalter. Und ich denke mir schon, oh Gott, die Sprache gerade. Alles gleich. Wird schon schief gehen, ne? Sonst kriegen wir halt irgendwas anderes. Jetzt kommen wir in den Wald. Hola, bienvenido a Burger King. Zeig mal, wie das heißt. Hola, buenas, ¿cómo le pongo? Hola, un papas fritas grandes. Una patata frita grande. Tres hamburgers. ¿El qué? Puedes apagar el motor y decírmelo, por favor, es el mantero. I don't understand. Puedes apagar el motor, por favor. Du sollst vorfahren. A ver. Komm vor. Nein, ich lege jetzt mal auf. Ja, mach mal weg.
Wir sehen uns dann, wir fahren jetzt Richtung Lissabon. Also, bis später. Wir werden euch den Weg ein bisschen verzeihen. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, you, you. So, wir melden uns mal wieder nach langer Zeit. Es sind einige Stunden vergangen. Wir sind in Portugal angekommen mittlerweile, fahren gerade noch, sind noch unterwegs nach Lissabon. Unsere Uhr hat sich zwischenzeitlich umgestellt und wir haben uns echt erschrocken. Wir haben gar nicht damit gerechnet, wir haben uns davor nicht über Uhrzeiten informiert, weil wir dachten, es wäre alles die gleiche, aber nein. In Portugal haben wir jetzt eine Stunde früher als in Deutschland. Also wir haben jetzt aktuell 19.35 Uhr, das heißt, in Deutschland ist jetzt 20.35 Uhr. Genau. Wir haben zwischenzeitlich noch eine Pause gemacht. Und sonst, ich bin gerade hier hinten, hab das Video geschnitten, es lädt gerade hoch. Philipp fährt vorne, wir haben den Sonnenuntergang gerade so mitbekommen. Also man sieht noch ein bisschen, gell? Geregnet hat es auch. Und anscheinend fahren wir laut Navi gleich über eine Brücke. Ich kann es euch mal zeigen, falls ihr etwas sehen solltet. Hier sind wir, hier lang fahren wir. Und, okay, Vorführeffekt. Und hier müssen wir irgendwo über eine Brücke fahren. Weil sonst kommen wir nicht nach Lissabon. Ich glaube hier. Oder über eine Straße. Da. Genau. Wo sind wir jetzt schon wieder? Na egal, auf jeden Fall sind wir hier. In Portugal. Genau. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich will jetzt, hab Hunger und ich will dann nachher unser Campingplatz. Ja genau, wir fahren zu einem Campingplatz. Davor fahren wir zu McDonald's. Weil wir machen ja immer, wir gehen ja immer in jedem Land einmal zu McDonald's. Das haben wir irgendwie eingeführt, ich weiß gar nicht wann. Das werden wir uns halt heute vorstellen. Und wir machen es heute schon, dann haben wir es erledigt. Und ehrlich gesagt hat Philipp keinen Bock abzuspülen, ich habe keinen Bock zu kochen, es ist jetzt schon. Es ist nach 8, wenn wir bei McDonald's sind, bis wir im Campingplatz sind. Und für uns ist ja eigentlich, sind wir ja schon länger wach, eigentlich schon fast 10. Bis wir schlafen gehen, ist für uns dann schon 10 praktisch, auch wenn erst 9 Uhr ist. Und wir schlafen dann auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, voll lustig, wenn wir dann aufwachen. Wahrscheinlich, wenn wir ziemlich früh aufwachen, mal gucken. Genau, und dann erkunden wir morgen Lissabon. Jetzt nehmen wir euch erstmal mit. Vielleicht kann ich euch ein paar Eindrücke zeigen, wenn wir über die Brücke oder über die Straße fahren, über das Meer. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Wir fahren jetzt über die Brücke. Hier seht ihr das Meer. Und hier. Auf 3 Kilometer Ausfahrt. Ich glaube, wir sind ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob ihr etwas seht. Also da hinten ist auf jeden Fall das Meer. Und man sieht richtig schön die Lichter von den Häusern. Von Portugal, Lissabon. Genau. Wir mussten jetzt noch Maut zahlen, kurz vor der Brücke. 4,40 Euro. Insgesamt haben wir jetzt über 40 Euro gezahlt. Davor hatten wir knapp 39 Euro gezahlt. Genau. Ja. Teuer der Spaß. Nein, Spaß. Nee, es ist schon in Ordnung. Wir sind ja komplett. Nee. Halb durch Portugal durch, oder? Ein Drittel? Ja, so durch. Ja. Auf jeden Fall, da sieht man den Hafen auch. Richtig, richtig schön. Und jetzt geht's weiter zum ersten Stopp. So, wir sind da. Das war jetzt eine Tortur. Ein Platz auf dem Campingplatz. Ja, genau, auf dem Zeltplatz. Ich zeig's euch mal kurz. Meine Fresse. Lol, guck mal. Man sieht halt nichts. Guckt mal.
hier mitten ein Wiese-Gelände. Hier kannst du stehen, wo du willst. Wo du willst, kannst du hier stehen, ja. Wir haben hier einen Platz gefunden, da hinten ist Stromkasten. Seht ihr nicht, wartet. Da, das ist der Stromkasten. Und ja, wir haben hier einen guten Platz gefunden. Wir sind einigermaßen gerade. Aufstelldach gerade so über den Bäumen. Ja. Und jetzt gönnen wir uns erstmal essen, oder? Alter, sind das diese komischen Pfannkuchen? Ja, voll lustig. Ja, es gibt Pfannkuchen hier bei Mc's. Geil. Guten Appetit. Danke. So. Ich habe noch eine Stirnlampe an. Weil ich gerade den Strom verlegt habe. Sieht ein bisschen kühl aus. Campingplatz ist jetzt anders als die anderen, auf denen wir so waren. Hier unten geht fett Disco Party, Alter. Ja, hier ist Oktoberfest. Portugiesisches Oktoberfest. Genau. Und man muss sagen, der Campingplatz ist so ein bisschen so. Ja, wie soll man das sagen? Wir wissen nichts vom Campingplatz. Wir wissen nur, dass wir einen scheiß Stellplatz haben. Er ist halt riesig. Er ist riesengroß. Und nicht so wie die letzten, auf denen wir waren. Da war es eher so ruhiger und eher so kleiner, gemütlicher irgendwie. Und hier ist halt jetzt laute Musik und so weiter. Jetzt mal gucken, ob wir überhaupt schlafen können. Und die Toilette ist auch ganz weit weg. Natürlich haben alle, die zuerst da waren, auf der Toilette gepackt. Naja, jetzt muss ich halt durchs Dunkle. Ich glaube, ich lerne mir deine nehmen. Ich nehme meine Handytaschenlampe. Und dann muss ich da hochlaufen auf den Berg. Ja. Naja, also Hals und Beinbruch. Tag 8 ist vorbei. Wir gehen jetzt mal schlafen. Krass, gell, 8 Tage schon. Ja. Und ich finde es so krass, was wir heute erlebt haben. Also, Tarifa war. Schön. Unbeschreiblich. Schön. Unbeschreiblich schön. Wenn man so beide Meere sieht, die aufeinander kommen, schon was anderes. Ja. Kommt einem hoch. Vor allem, wir waren heute am südlichsten Punkt Europas. Also. Ja, Land vom Festland aus gesehen. Vom Festland aus gesehen. Und wir haben Afrika gesehen und. Marokko. Zwei verschiedene Meere und irgendwie, das war so viel auf einmal. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schlafen und alles verarbeiten. Ja, und morgen ist ein neuer Tag. Tag 9. Krass. Und morgen schauen wir uns Lissabon an. Also, ich bin mal gespannt, wie es wird. Also, bis morgen. Gute Nacht.